Kernenergie soll jetzt grün sein? Echt? Bitte was? In Deutschland verstehen viele nicht mehr, was los ist. Und zwar wegen eines neuen EU-Vorschlags. Unter bestimmten Umständen will Brüssel Atomkraft damit jetzt als nachhaltig deklarieren. Denn das ermöglicht dann Subventionen und lockt möglicherweise private Investoren an, die dann ihr Geld in Kernkraftwerke stecken. Und zwar indirekt über nachhaltige Fonds für den Kampf gegen den Klimawandel. Grün. Ja, klar. Wir erleben einen Etikettenschwindel, wir erleben, wie Greenwashing möglich gemacht wird durch diese neue Taxonomie. Indem eben plötzlich es Anreize gibt, mehr in Atomenergie und mehr in fossiles Gas zu investieren und damit tatsächlich die Energiewende aufzuhalten und zu blockieren. Umweltverbände sind schockiert, logisch. Aber auch Österreichs Regierung, Deutschlands Umweltministerin und noch einige andere haben mehrfach gegen die Neubewertung der EU von Atomkraft als grün protestiert. Aber es gibt natürlich auch Befürworter von Atomkraft in der EU. Und zwar gar nicht mal so wenige. Wir brauchen eigentlich jedes einzelne Megawatt, was irgendwie CO2-arm produziert wird. Und dieses Signal würde eigentlich bedeuten, lass die AKWs am Netz. Aber man konnte sie halt nicht retten. So ist die Lage halt in Deutschland. Beim Klimaschutz ist Europa massiv im Rückstand, vor allem beim CO2-Sparen. Wenn wir Klimaneutralität in Europa erreichen wollen bis spätestens 2050, dann geht das nicht allein aus staatlichen Investitionen, sondern wir brauchen überwiegend private Investitionen in die richtigen Technologien, in die richtige Infrastruktur, die konsistent ist mit unseren Klimaschutzzielen. Mehr oder weniger verantwortlich für die Taxonomie ist übrigens Frankreich. Dort kommt nämlich mehr als 70% des Stroms aus Atomkraftwerken. Die Franzosen würden von dem neuen Label also am meisten profitieren. Deutschlands Politikerinnen und Politiker wollen allerdings einen besonders schnellen Atomausstieg. Das ist längst beschlossene Sache, seit dem Atomunglück 2011 in Fukushima. Wir haben bis Fukushima in einem großen Sicherheitsgefühl gelebt. Alle haben nach den Anforderungen höchster Sicherheitskriterien ihre Kernkraftwerke betrieben. Und dann hat Fukushima gezeigt, dass in der Realität es doch immer wieder Gelegenheiten geben kann, wo diese Risikobetrachtungen nicht mehr tragfähig sind. Und mit diesem Argument hat die Ethikkommission dann im Jahr 2011 beschlossen, dass die Kernenergie eine Technologie ist, die immer noch risikobehaftet ist und dass wir im Vergleich dazu andere Techniken haben, die weniger risikobehaftet ist. 17 deutsche Kernkraftwerke waren bis 2011 noch am Netz. Mittlerweile sind es nur noch 3. Und auch die werden im Laufe des Jahres abgeschaltet. Die Frage ist, liegt Deutschland damit falsch? Kommt der Ausstieg vielleicht sogar zu früh? Denn weltweit könnte sich die nukleare Produktion bis 2050 verdoppeln. Das glaubt jedenfalls die Internationale Atomenergiebehörde. Also genau bis zu dem Jahr, in dem die EU klimaneutral sein will. Kein Zufall? Die meisten EU-Atomländer wie Finnland, Tschechien oder Bulgarien wollen ihre Atomanlagen sogar noch ausbauen und so langfristig CO2 einsparen. Hier mal ein Überblick. Über 100 Kernreaktoren sind allein in der EU in Betrieb. Ein Viertel aller Reaktoren weltweit. Direkt in der EU-Nachbarschaft gibt es mit Großbritannien noch einen weiteren großen Atomstaat, der, wie auch Frankreich und Russland, sogar Kernwaffen besitzt. In Ungarn, Tschechien, der Slowakei und in der Ukraine stehen 4 der unsichersten Atomkraftwerke des Kontinents. Denn die haben keinen Sicherheitsbehälter, der bei einem Unfall vor austretender Radioaktivität schützen soll. Mit 56 laufenden Kernkraftwerken ist Frankreich das größte Atomland der EU. Die beiden kleinsten Atomländer sind Slowenien und Kroatien, die an ihrer gemeinsamen Grenze zusammen einen Reaktor betreiben. Auch viele andere Ostblockländer haben schon lange Atomkraftwerke und wollen die auch behalten oder noch ausbauen. Tschechien, die Slowakei, Slowenien, Ungarn, Rumänien und Bulgarien etwa. Dass ein Teil der Meiler noch aus den 70er Jahren stammt und nicht allen westlichen Sicherheitsstandards entspricht, egal. Aber auch im Rest der EU sind viele Reaktoren älter als 30 Jahre und einige davon, wie etwa das in Slowenien, stehen in Gebieten, die erdbebengefährdet sind. Und dann gibt's ja auch noch Polen, das zwar auch seine Kohlekraftwerke langfristig stilllegen will, aber dabei nicht nur auf erneuerbare Energien setzt. Die würden viel lieber eigene Atomkraftwerke bauen. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf Frankreich. Die sind die europäische Atomsupermacht und wollen das auch bleiben, aus vielerlei Gründen. Seine fast 300 Atomraketen und seine Rolle als Atomstromexporteur und Technologielieferant für Atomkraftwerke machen das Land immer noch zu einem der wichtigsten Player in der Welt.
Macron hat deswegen entschieden, zumindest ein Teil der Kraftwerke soll weiterlaufen. Und zwar noch Jahrzehnte. Ich kann nachvollziehen, dass Frankreich den einfachsten Weg wählen möchte zur Klimaneutralität. Und der scheint im Moment der Weg über die Kernkraft zu sein. Und zwar immer dann, wenn man Nachhaltigkeit ausschließlich über CO2-Ausstoß definiert. Dann kann man sich diesen Weg vorstellen im Hinblick auf die Klimabilanz dieses Landes. Aber auch die EU hat eine Herausforderung, die erstmal richtig toll klingt. Der sogenannte Green Deal. Europa will damit als erster Kontinent überhaupt klimaneutral werden. Und zwar bis 2050. Die Hälfte der CO2-Emissionen soll allerdings schon in 8 Jahren eingespart sein. Also bis 2030. Ziemlich ambitioniert. Wie und mit welcher Energieerzeugung die einzelnen Mitgliedstaaten jetzt turbomäßig CO2 sparen, ist den EU-Staaten übrigens komplett selbst überlassen. Und hier kommen die Atomkraftbefürworter ins Spiel. Denn im laufenden Betrieb, sagen sie, fällt bei Kernkraftwerken verglichen mit Braun- und Steinkohlekraftwerken wenig CO2 an. Kernkraft, das ist die klimaschonende Zukunft der Energieerzeugung. Das behaupten nicht nur Atomunternehmen wie der französische Urano-Konzern, sondern auch rechte und konservative Parteien wie die deutsche AfD, die italienische Forza Italia oder Organisationen wie der Verein Ökomoderne. Aber stimmt das? Was stimmt ist, je länger man bestehende Kernkraftwerke am Netz lässt, desto später fallen die CO2-Emissionen für den Rückbau der Kraftwerke ins Gewicht. Vermeiden lassen sie sich aber nicht. Doch in einem Übergangszeitraum, in dem erneuerbare Stromerzeuger noch in der Ausbauphase sind, können bestehende Kernkraftwerke Strom vergleichsweise CO2-arm zur Verfügung stellen. Deutschland verbrennt die Kernenergie hinter sich ohne Not. Das ist halt das Schlimme. Ohne Not. Und man hätte diese Kernkraftwerke ganz nötig gebraucht, um die CO2-Bilanz runterzudrücken. Und in der Zeit hätte man sich sozusagen Zeit gekauft, um die Erneuerbaren weiter voranzutreiben. Was man stattdessen gemacht hat, ist, so Blockadenarrative in die Welt zu setzen, dass die Kernenergie dann Investitionen auffressen würde, die man aber für die Erneuerbaren bräuchte, oder dass sie überhaupt das Netz blockierte für den erneuerbaren Strom. Und da muss ich sagen, also unter dem Klimaziel ist so eine Haltung wirklich völliger Humbug. Das hier sind die Ergebnisse einer Studie des atomkritischen WISE-Instituts. Selbst hiernach liegt Atomstrom in der CO2-Bilanz deutlich vor Strom aus Braun- und sogar Steinkohlekraftwerken. Berücksichtigt ist dabei übrigens immer der ganze Lebenszyklus des Atomstroms. Also auch, dass das Kraftwerk auf- und wieder abgebaut werden muss und dass das nötige Uran irgendwo abgebaut, zu Brennelementen verarbeitet, angeliefert und gelagert werden muss. Atomstrom liegt also im Mittelfeld. Strom aus Sonne und Windkraft schneiden aber noch besser ab. Dafür stehen sie nicht ständig zur Verfügung. Die konstante Verfügbarkeit und die vergleichsweise gute CO2-Bilanz des Atomstroms sind deswegen zwei gute Argumente, Kernkraft als grüner einzuschätzen, zumindest als Kohle. Darum wollen zumindest einige Vertreter der Atombranche und auch manche Politiker, etwa aus Finnland oder Großbritannien, Kernenergie sogar noch weiter ausbauen. Also Finnland ist an der Stelle offen. Sie haben für sich eben anders als in Deutschland eine andere Risikoeinschätzung vorgenommen. Finnland hat aber auch insgesamt eine ganz andere Ausgangsposition als jetzt zum Beispiel Deutschland. Also sowohl was fossile Kraftwerke angeht, als auch was erneuerbare Energien angeht. Finnland hat eben wie Schweden auch einen sehr hohen Anteil an Wasserkraft im Strommix. Also in Finnland ist eine andere Risikoeinschätzung vorgenommen worden. Und wie gesagt, das müssen wir respektieren. Andere sagen, der mögliche Beitrag der Kernenergie wird überschätzt. Die Bauzeiten von neuen Kraftwerken, die sich im Bereich von 10 bis 20 Jahren zum Beispiel sind, zeigen, dass das kein relevanter Bestandteil der Energiewende sein kann. Denn gleichzeitig müssen wir in dem Zeitraum ja schon komplett raus aus Kohle, Öl und Gas als fossile Energieträger. Stattdessen lieber jetzt anfangen, die erneuerbaren Energien auszubauen. Aber es ist ja nicht nur das. Atomkraft ist ja auch nicht hundertprozentig sicher, sowie keine Technologie. Systemisches oder auch menschliches Versagen kann man nie komplett ausschließen. Und wenn es ganz blöd läuft, dann passieren eben solche Sachen wie Tschernobyl oder Fukushima, inklusive Super-GAU, radioaktiver Wolke und auf Jahrzehnte verstrahlte Gebiete. Mit moderner Sicherheitstechnik und guter Planung sei das aber alles beherrschbar, sagt Anna-Veronika Wendland. Hätte anstelle von Tschernobyl und Fukushima da so eine Anlage wie Isar 2 oder Grunde gestanden, dann würden wir wahrscheinlich die Ortsnamen Tschernobyl und Fukushima gar nicht kennen. Dann wären nämlich diese Unfälle nicht passiert. Das fängt an schon mit der Auslegung. Ne, die deutschen Anlagen, die jetzt noch am Netz sind oder bis vor kurzem waren,
die mussten halt den Nachweis führen, dass sie für das 10.000-jährige maximale Hochwasser ausgelegt sind. Das wäre in Fukushima dann eben wirklich nach historischen Quellen dieser 14-Meter-Tsunami gewesen. Entsprechend hätte man das Kraftwerk auch so bauen müssen. Das heißt, man hätte die Flutschutzmauer weit höher bauen müssen. Man hätte auch die Kühlwasser- und Nebenkühlwasseranlagen dann anders absichern müssen, als sie abgesichert waren und all solche Dinge. Das hat man halt nicht gemacht, denn im japanischen Atomrecht durften diese Anlagen, als sie um 1970 beantragt wurden, da reichte es eben das 100-jährige oder ich glaube sogar nur das 70-jährige Hochwasser nachzuweisen. Und da war dann halt dieser Megatsunami nicht in der Datenreihe drin. Andere Forscher etwa von Scientists for Future warnen eindringlich vor den Risiken. Allein der Fakt, dass solche schlimmen Unfälle überhaupt passieren können, macht Atomkraft ein bisschen unsexy. Grün, hin oder her. Brüssel sagt jetzt, Atomkraft sei grün. Das ändert aber an den ganz grundlegenden Zweifeln gegenüber dieser Technologie, gegenüber der Sicherheit und der Endlagerproblematik nichts. Was machen wir mit dem ganzen radioaktiven Atommüll aus dem regulären Betrieb und mit den ganzen stillgelegten Atomkraftwerken? Mit Raketen in Richtung Sonne schießen? In der Erde vergraben? Mit den radioaktiven Abfällen müssten sich noch Tausende von Generationen im Zweifelsfall beschäftigen und es gibt bisher keine einzige Möglichkeit, sie sicher zu lagern. Das würden jetzt nicht alle direkt so unterschreiben. Denn die Finnen haben da gerade was gemacht, für das sie von vielen anderen Atomstaaten beneidet werden. Als einziges EU-Land haben sie ein Endlager auf der Atominsel Olkiluoto gebaut. Tief unter der Erde soll der radioaktive Müll in Granitgestein eingelagert werden. In ein paar Jahren soll das Lager in Betrieb gehen. In Deutschland rechnet die Bundesgesellschaft für Endlagerung bis zum Jahr 2080 mit 10.500 Tonnen an hochradioaktivem Müll. Je nach Spaltprodukt kann die Strahlung bis zu 1 Million Jahre für Menschen gefährlich bleiben. Und darum muss der Atommüll sicher und langfristig verwahrt werden. Also wohin mit dem Zeug? In Deutschland soll bis 2031 ein passender Standort gefunden sein. Aber so richtig wollen tut ein Lager hier niemand, jedenfalls nicht vor der eigenen Haustür. 90 Gebiete in der Bundesrepublik mit passenden geologischen Bedingungen sind aber immerhin schon mal ausgewiesen. Da wählt man dann eben auch wirklich Standorte aus, von denen man weiß, dass sie sich über Millionen Jahre nicht verändert haben und auch in den nächsten paar Millionen Jahren nicht verändern werden. Und das ist nämlich die Grundvoraussetzung für ein gutes Endlager. Also da wird nicht jeder beliebige Salzstock oder Tongesteinsformation eben in den Blick genommen, sondern wirklich die, wo man das nachweisen kann, dass die so langzeitverfügbar bleiben. Das sind dann wirklich die Gesteine selber, diese geologischen Formationen, die diese Langzeitbewachungsfunktion übernehmen, sodass man tatsächlich nicht glauben muss, dass da jetzt 100.000 Jahre oder 1 Million Jahre lang Wachleute um dieses Lager drum laufen müssen, sondern es ist tatsächlich so, drastisch gesprochen, die Menschheit hat dann recht oft vergessen. Bis auch hier ein Endlager gefunden ist, wird zumindest der deutsche Atommüll entweder auf dem Gelände der Atomkraftwerke in den berühmten Castor-Behältern geparkt oder in Zwischenlagern wie Gorleben. Hochradioaktiv sind übrigens nur etwa 5% der radioaktiven Abfälle. Dafür sorgen sie für 99% der Strahlung, was nicht heißt, dass der Rest ungefährlich ist. Aber jetzt nur mal theoretisch. Was würde passieren, wenn wir von jetzt auf gleich alle Kernkraftwerke in Europa vom Netz trennen würden? Wenn wir heute ad hoc alle Kernkraftwerke vom Netz nehmen würden, würde uns sicherlich ein signifikanter Anteil unserer Stromkapazität fehlen. Gleichsam, wenn wir unsere europäischen Netze nicht so gut ausgebaut hätten in den letzten Jahren, wie das der Fall ist, oder wenn wir auch die Netze innerhalb der einzelnen Länder nicht gut ausgebaut hätten, könnten wir genauso gut in einen Blackout laufen. Das heißt, wir müssen uns um die Infrastruktur auf allen Ebenen kümmern, sowohl die Stromerzeugungs- wie auch die Verteilungsinfrastruktur. Damit das Stromnetz flexibler wird und der Strom genau dann überall dahin kommt, wo er gerade gebraucht wird, haben Europas Stromkonzerne in den vergangenen Jahren Milliarden investiert. Aber auch die neuen Trassenprojekte sind noch nicht abgeschlossen. Noch ist Kernkraft also nicht verzichtbar, zumindest europaweit gesehen. Aber auch einige Kernkraftbefürworter bezeichnen sie inzwischen nur noch als Brückentechnologie. Generell kann ich mir selbstverständlich einen Atomausstieg vorstellen, sobald man bessere Technologien hat. Da bin ich völlig leidenschaftslos. Ich bin nur der Überzeugung, dass wir jetzt in dieser Übergangsphase, und das wird eine lange Phase sein, also bis wir da eine Industriegesellschaft wie unsere, also die viertgrößte Industrienation der Welt,
bis wir, also was den Output und den Stromverbrauch angeht, bis wir die dekarbonisiert haben, das wird sehr, sehr langer Prozess sein. Und meiner Meinung nach die Kernenergie eine sehr gute Rolle spielen können, denn ich bin halt der Auffassung, dass das dass wir eigentlich alles brauchen, was wir derzeit technisch vorhanden haben. Das heißt, die vorhandenen Erneuerbaren genauso wie die Kernenergie. Aber das bedeutet halt, dass Forschung auch immer weitergehen muss. Von den Erzeugungskosten her können die Erneuerbaren mit dem einst als günstig gepriesenen Atomstrom inzwischen mithalten. Rund 2500 Kilowattstunden verbraucht ein Europäer im Jahr an Strom. Tendenz steigend, auch dank immer mehr Elektroautos. Mehr als 10% des Stroms in Europa stammen im Moment noch aus Atomkraft. Zumindest in Deutschland dabei geht dieser Anteil weiter nach unten. Selbst wenn die Taxonomie der EU Atomkraft als grün ausweist. Niemand wird in Deutschland, ich höre niemanden jetzt ernsthaft, sagen, nur weil die Europäische Kommission Atomkraft als grün klassifiziert, müssen wir jetzt in Deutschland diese Debatte um den Atomausstieg nochmal aufmachen. Nein, also diese Debatte in Deutschland ist absolut gelaufen. Und dass die Kommission jetzt diese Listung von Atomkraft als grün überlegt, das ändert doch an der deutschen Einschätzung und Haltung zur Atomenergie nichts. Ob es für Europas CO2-Bilanz die richtige Entscheidung war, in Deutschland zuerst die Atomkraftwerke abzuschalten und sich dann um die Kohlekraftwerke und Energiespeicher zu kümmern, das werden die CO2-Einsparungen der kommenden Jahre zeigen. Auch wenn die Endlagerfrage nach wie vor nicht voll geklärt ist und das Restrisiko eines neuen GAUs nie zu 100% ausgeschlossen werden kann. Im Moment lässt sich Atomkraft in Europa aus Gründen der Versorgungssicherheit noch nicht wegdenken. Trotzdem muss weiterhin an wirklich sauberen Lösungen geforscht werden. Wissenschaftler aus China und Singapur haben zum Beispiel gerade einen Speicher entwickelt, mit dem Solarzellen ihren Strom ohne weitere Batterien mehrere Tage zwischenspeichern können. Bleibt also weiter spannend auf dem Energiesektor.